Jo Leute, was geht? Ich bin's wieder, eure Becky, und ich bin wieder da mit einem neuen Spooky Sunday. Es wird diesmal wieder richtig spooky, denn es geht um merkwürdige und angeblich verfluchte Apps, Leute. Ja, es ist wieder eine Zeit, dass Becky solche testet. Ihr habt es euch immer so oft gewünscht in den Kommentaren und ich habe mal wieder welche rausgesucht, die man sich am besten lieber nicht runterladen sollte. Zumindest nicht um 3 Uhr nachts, weil dann kann man nicht mehr schlafen, Leute. Ich warne euch, tut es nicht. Ich mach's, damit ihr es nicht machen müsst. Und wenn ihr gerade wieder alleine sein solltet, macht mit mir zusammen den Grandma-Check. Ich habe auf jeden Fall wieder welche gefunden, die Leute merkwürdig, teilweise echt, ja, verflucht und gruselig finden. Mal gucken, ob es stimmt, was die Leute so sagen. Und sprengt den Daumen nach oben, also bei 30.000 Daumen nach oben, werde ich wieder weitere Apps testen. Also lasst es mich wissen damit. Und wenn ihr den Grandma-Check gemacht habt, ich würde sagen, let's go. Wusch, ich freue mich ja mega darauf. Kommen wir auch schon zur ersten App, und zwar nennt die sich Ghost Observer. Und schaut euch allein mal dieses Bild an. Sieht es nicht creepy aus? Ich finde schon. Angeblich kann man mit dieser App Geister sehen und hören. Und ich habe ja das Gefühl, hier spukt es irgendwie, seitdem ich vor allem diese Ouija Board App ausprobiert habe. Vielleicht könnt ihr euch ja noch erinnern. Wenn nicht, schaut euch unbedingt die anderen Teile mit den verfluchten Apps an. Dann wisst ihr Bescheid. Auf jeden Fall habe ich echt Angst davor, das zu benutzen. Und nachher wird mir auch noch sowas angezeigt. Müsst ihr euch mal vorstellen. Diese App ist ab 9. Ich glaube, da würde ich mir noch mehr in die Hosen machen, als ich das jetzt schon tue. Auf jeden Fall sieht man schon hier eine Vorschau. Und das sieht allein schon voll creepy aus. Was? Ein 14-jähriger Geist wird angezeigt? Das kalibriert auf jeden Fall. Und was, du hörst Stimmen und kannst Fragen stellen? Ist das fake oder echt? Ist das echt, ja oder nein? Weil das sieht voll gruselig aus. Gut, aber teuer. Wow, muss man irgendwas noch bezahlen? Kommen wir hier mal zu den interessanteren Bewertungen. Wir haben die App heruntergeladen und fanden heraus, dass wir von einem Geist umgeben waren. Das Gespenstradar erfasst alles von ihm und wir waren in der Lage, mit ihm zu interagieren. Krasse App. Ich habe sie in dem Haus ausprobiert, in dem meine Oma verstorben ist, und ein Geist gesehen. Ganz schön gruselig. Oh mein Gott, findet ihr nicht auch, dass es voll Gänsehaut ist? Das finde ich richtig krass. Bei mir habe ich noch nirgendwo Geister gesehen. Es gibt nur die Kamera, aber keine Geister. Ist das nicht eigentlich dann gut? Eigentlich solltest du dich dann freuen. Heute ist kalibriert. Oh mein Gott, muss ich das irgendwie schon hier hinhalten? Ghost Observer möchte auf deine Kamera zugreifen. Du bist ein Geist! Leute, stimmt nicht überall zu. Ich finde es gruselig, aber da unten ist ein Geist und der bewegt sich. Angeblich ist hinter mir ein Geist. Oh mein Gott, wie gruselig sieht das aus? Wie gruselig ist das? Ist hier einer? Leute, was ist das? Leute, ist das ein Schatten hier? Was ist das? Oh, was ist das? Alter, 16? Oh mein Gott, Leute, ich habe Angst. Habt ihr es gerade gehört? Digga, was hast du für eine Stimme mit 16? Die hört sich eher an wie 60. Leute, hier ist noch ein Geist. Alter, 290? Ey, das bewegt sich. Und auch diese Geräusche. Ich grusel mich. Es soll weggehen, Alter. Aber das erste hat mir so Angst gemacht. Oh mein Gott, was ist das? Was ist das? Leute, warum sind hier so viele Geister? Warum ist er so heiser? Braucht er vielleicht einen Pulmol? Warum ist das voller Geister bei mir? Bei anderen in der Rezension stand so ein Geist, aber bei mir sind verdammt viele, Mann! Ich weiß auch gar nicht, wie alt das Gebäude ist, Leute. Nee. Abgesehen von diesem Zugriff auf Kamera und so weiter. Nein, danke. Okay, kommen wir zur nächsten App. Und zwar gibt es auch das Charlie-Charlie-Spiel als App. Einige erzählen von so gruseligen Sachen, die die damit erlebt haben, dass die sagen, lieber nicht runterladen. Ja, und ich habe Charlie-Charlie eingegeben. Und Leute, es gibt so viele Charlie-Charlie-Spiele. Und alle sehen verdammt gruselig aus. Ich habe mir auf jeden Fall das erste, was mir angezeigt wurde, hier oben runtergeladen. Ja, das Ganze ist wieder 9. Hat 2,9 Sterne bekommen und ja, sieht echt
gruselig aus. Warnung, Leute. Charlie kann sehr böse werden. Es hängt davon ab, welche Frage man stellt. Ich habe Angst, dass sie sogar davor warnen. Was zum... Ich spielte es um 2.57 Uhr mit meiner Freundin beim Telefonieren. Ich zeigte ihr alles und auf einmal stand bei Nein. Keine Ahnung. Dann kam eine Hand und ich machte aus Sicherheit meine Musik aus und auch auf Stumm. Doch die Musik ging trotzdem an und es klang so creepy. Ich lösch sie, da ich Angst habe. Zum einen, da die Musik anging und so und dass man abgehört werden könnte. Weil du gibst ja Zugriff zu deinem Mikrofon. Also Leute, nicht irgendwo überall zustimmen. Ich finde es einfach creepy. Der Gedanke allein schon ist gruselig, dass sie irgendwie Zugriff auf deine Kamera haben, auf dein Mikrofon oder sonst was. Sehr gruselig. Zuerst war die App ganz harmlos, aber dann wurde es allmählich gruseliger. Da stand bei Nein auf einmal mein Name. Sehr gruselig. Nichts für schwache Nerven. Hacker, Hilfe und gruselig. Ich habe meinen Namen gesehen. Ich habe meinen Namen nicht eingegeben. Dann kam eine Stimme und dann stand da 3 Uhr nachts. Okay, Leute, dann wollen wir das mal öffnen. Charlie möchte auf das Mikrofon zugreifen. Direkt. Da kam nichts anderes, nur das. Okay, dann müssen wir wohl okay drücken, ne? Oh, ich habe Angst. Oh mein Gott, bewegt sich das? What the? Warte, muss was rein sagen? Charlie, bist du da? Nein? Sag, ich muss schon wieder fragen. Charlie, willst du spielen? Charlie, willst du spielen? Was war das für ein Geräusch? Charlie, bist du ein kleiner Junge? Nein? Warum wackelt das so? Charlie, bist du böse? Charlie. Was war das? Alter, habt ihr diese Kinderstimme auch dazwischen gehört? Was war das? Charlie, bist du ein Geist? Was ist das? Er hat sich nicht bewegt, er ist auf Ja geblieben. Charlie, bist du bei mir? Was bedeutet das? Oh mein Gott, Leute, ich würde mir niemals diese App runterladen. Tut es nicht. Die ist einfach mega gruselig. Und gerade bewegt sich der Stift hier, geht einfach hoch. Was ist das? Charlie, bist du böse auf mich? Oh, er bewegt sich auf Nein. Oh, zum Glück nicht. Charlie, willst du weiterspielen? Oh nee, bitte nicht. Oh nee, Leute, er ist auf Ja gegangen. Charlie, kann man dir helfen? Ey Leute, es schlägt dauernd aus. Ja, aber wie? Charlie, bist du in meinem Zimmer? Was war das? Es wird immer lauter. Vor allem diese Sounds und alles, so verstörend. Charlie, hast du Kontakt zu deinen Eltern? Leute, da war eine eklige Hand. Ja? Charlie, bitte lass mich das Spiel beenden. Darf ich? Der lässt mich einfach nicht das Spiel beenden. Hey Leute, ich habe langsam keine Lust mehr, das weiterzuspielen. Ich finde das gar nicht mehr lustig. Charlie, lässt du mich das Spiel beenden? Halleluja, ich bin raus. Oh mein Gott, die ist genauso gruselig wie die Ouija-Board-App. Boah, nee, ich will die gar nicht mehr auf dem Handy haben. Gar nicht mehr. Ey, die können die ganze Zeit auf dein Mikrofon zugreifen. Und er hat wirklich alles gehört, auf jede Frage wurde quasi geantwortet. Also manchmal blieb der Stift stehen, aber ich glaube, weil die Antwort halt dieselbe war. Nein zum Beispiel. Boah, ich finde das voll gruselig und so Stimmen und so. Oh. Kommen wir auch schon zur nächsten App und zwar nennt sie sich Ghost Scary Prank Call. Irgendwie soll die sehr merkwürdig sein und ja, schaut euch allein unten die Bilder an. Ich weiß ja nicht, so auch wieder ab 9 voll gruselig, Mann, aber
Ja, die App selber soll ein bisschen verstörend sein. Irgendwie sehe ich hier gerade nicht mehr die Bewertung, aber da sind welche da. Finde ich irgendwie strange. Warum? Kapiere ich nicht. Name und Telefonnummer. Das Erste, was direkt angezeigt wird, Leute. Ich gebe bestimmt nicht meinen echten Namen. Tut es bitte nicht. Und auch mit der echten Telefonnummer. No way, ich gebe jetzt irgendwas hier ein. Hanna 0176. Foto aussuchen. Was sind das bitte für Auswahlmöglichkeiten? Ich weiß nicht, soll ich die einfach mal nehmen? Ich probiere es mal aus. Enter Time. 10 Sekunden. Okay. Ich warte jetzt bestimmt nicht so lange auf einen Anruf. Aber ist das nicht irgendwie auffällig? Was ergibt das für einen Sinn? Hier ruft jemand an. Yay. Ich nehme an. Was passiert jetzt? Nix? Hä? Hallo? Die App funktioniert noch nicht mal, aber was ist das? Entweder hat das einen Bug oder ich habe keine Ahnung. Jetzt klingelt es. Mein Gott! Hallo? Hast du schon mal einen Hustenbonbon genommen oder so? Vielleicht wäre das mal eine Lösung für deine Halsprobleme. Und da wurde schon irgendwie aufgelegt. Das kam auf jeden Fall jetzt irgendwie Werbung. Diese App ist so verstörend, Leute. Okay, nehmen wir mal diesen Typen hier. Warum wurde einfach aufgelegt? Das habe ich gar nicht ausgewählt. Warum kommt das? Habt ihr es gesehen? Ich habe das überhaupt nicht ausgewählt. Warum kann schon wieder diese Puppe und dann wieder dieses Hexenlachen? Dadurch, dass die so weird ist, macht es das Ganze irgendwie noch gruseliger. Was ergibt das für einen Sinn, außer irgendwie Nummern und Namen zu sammeln? Nee, ich werde jetzt keine weiteren seltsamen, mysteriösen Apps mehr ausprobieren. Schreibt mir gerne in die Kommentare, welche ihr am gruseligsten fandet. Und habt ihr selbst noch schon so eine ausprobiert, dann lasst es mich mal wissen, was das für eine war. Ich hab euch so, so doll lieb. Bye!